So, einigermaßen ausgeschlafen. Verlassen wir die Herberge und suchen jetzt weiter nach Ingramosch. Auch wenn wir nicht mehr wirklich viele Hinweise haben. Also irgendwo in der Stadt soll er sein. Er sollte mal etwas mit der Schmiedin zu tun gehabt haben. Vielleicht, wenn wir sie darauf ansprechen, reagiert sie freundlicher. Weil gefragt hatten wir sie ja schon mal. Aber ja, sonst waren wir in fast jedem Laden, in jedem Tempel, in fast allen Gebäuden. Außer halt den Privathäusern. Das wäre dann der nächste Schritt. Einfach jedes Haus abklappern. Schmiedin Halrima, Tochter der Jorma. Die wird es sein. Hallo. Ich habe mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt, hm? Lasst mich in Ruhe. Ja, das war ein Flop. Na gut, dann werden sich unsere Helden jetzt aufteilen und nach jedes Haus einmal anklopfen und versuchen herauszufinden, ob dieser Ingramosch entweder da wohnt oder ob der Besitzer weiß, wo Ingramosch wohnt. Und dann raufen sie sich wieder zusammen, sobald sie ihn gefunden haben. Also sehen wir uns gleich wieder. Aha, das schaut doch gut aus. Gerade als ihr in die Türe klopfen wollt, bemerkt ihr, dass der Salamanderstein eine ungeheure Energie ausstrahlt, welche die Türe mit einer magischen Aura umhüllt und die Türe entriegelt. Danach erscheint ein Zwerg in der Türe und mustert euch kühl. Was wollt ihr? Fragt er mit einer Stimme, die euch irgendwie zu raten scheint, einen wirklich guten Grund für die Störung zu haben. Ein so ein kleiner Zwerg, da haben wir auch einen von. Wir suchen Ingramosch. Wir suchen die Wahrheit. Dann geht in einen Tempel. Die haben so etwas. Mit diesen Worten schlägt ihr euch die Nase vor der Tür zu. Nix, nee. Mit den Worten, ich will noch nicht so jung sterben, verabschiedet sich Priodan aus der Gruppe. Schüttelt mir noch einmal die Hand zum Abschied. Mit diesen Worten geht Priodan auf Tirik zu und schüttelt seine Hand. Was? Priodan saugt Tiriks Lebensenergie in sich auf. Kein Wunder, dass er dabei so ein glückliches Gesicht macht. Schließlich verwandelt sich der Gestalt weiter in eine Fledermaus und flattert davon. Was zur Hölle? Armer Tirik. Und das gerade, als wir hier einbrechen wollen. Ja, nee, das ist ganz und gar nicht gut. Zaubern. Kampf. Blitzdicht find auf diesen einen aggressiven Zwerg. Fulmen Tekeda. So. Kampf. Blitzdicht find auf den anderen aggressiven Zwerg. Fulmen Tekeda. So. Die werden schon beschäftigt. Tirik, du musst dich leider mal zurückhalten. Und Gegenstand wechseln. Super Heiltrank. Sicher. Du, was machst du? Zaubern. Kampf. Ignifaxios. Nenn dich auf den Veteranen. Zaubern, Kampf, Ignifaxius, kommst du an den Schützen ran? Nein, also da hoffen wir daran. Und ruhig mal wieder mit 9, wenn es denn klappt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. So, und du? Hier ist dein. Du wechselst die Waffe. Warum hat Quinlan keine Waffe mehr? Das ist keine gute Ausgangslage. Du, ran an den Zwerg. Der Zwerg hat jetzt schon richtig viel abbekommen. Aber, na gut. Kampf, ich frag jetzt auf den anderen Zwerg schon mal. Aber ich denke, Gerukon wird das schon schaffen. 39. Fulmen.
16. Aber die Frage ist doch sowieso, warum greifen die uns gerade an? Also ja, wir dringen in deren Haus ein, aber wir haben den Salamanderstein und wir sollten ihn eigentlich nur hier abgeben. Schon sehr komisch. Vielleicht haben sie Ingramosch gefangen genommen oder dergleichen. Wahrscheinlich. So, du schieß auf den. Das sind richtig zähe Burschen. Du hältst dich erstmal zurück. Also wir hätten zwar auch starke Zaubertränke, aber die sollten wir wirklich auch bewahren. Wenn es gar nicht anders geht. Und bisher ist der Kampf noch sehr machbar. Auch wenn Gwendolyn keine Waffen hat. So, Angriff auf Zwerg. So, du solltest dann mal weggehen. Um Tirik Platz zu machen. Und auf den schießen. Du sicherst. Du machst alte Option. Oh. Oh, 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 oh. Beide Zwerge auf Gerogon. Mal schauen. Du. Beweg dich mal da hinten. Und zauber nächste Runde und Acceleratus. Und du kümmerst dich um den Schützen. Genau. Du machst nichts. Du schießt auf den am angeschlagensten Zwerg. Angriff. Zwerg. Du nichts. Trick. Okay. Zaubern, Bewegung. Acceleratus auf Gerogon. So. Das gleiche könnte Yalen gleich auch nochmal machen bei Tirik. Das ist eine gute Idee. Also, nächste Runde dann. Du schießt auf den Zwerg. Na, endlich. Sichern. Angriff anderer Zwerg. Immer noch anderer Zwerg. Sehr schön. So, du schießt auf den Jäger. Und hoffentlich haben die Jäger auch irgendeine Art Schwerter dabei, die Gwendolyn dann später benutzen kann. Was wäre doch ein wenig unpassend, wenn Gwendolyn die ganze Zeit nur zugucken würde. Obwohl, wir haben glaube ich noch einen schweren Dolch. Das müsste auch okay sein. Zaubern, Bewegung. Zaubern, Bewegung, Acceleratus, direkt. Mhm. Angriff, den auf. Du, ihn hier. Und selbst die Jäger sind ganz schön zäh. Also bei den Zwergen ist ja verständlich. Das sind halt Zwerge. Aber menschliche Jäger? Mhm. Sichern. Hauen. Da. Genau. Und gleich nochmal. Du kannst du da reinschießen? Okay. So, und den einen noch. Und dann durchstöbern wir das Haus. Und zwar sowas von. Computerkampf. Ganze Gruppe, keine Magie. So, und vorbei. Beim genaueren Durchsuchen eurer Gegner entdeckt ihr ein Pergament, das ihr euch nehmt. Oh, eine neue Stufe. Ja, alle Eingaben von Hand. Wir würden gerne erhöhen bei Yalen. Viel. Fingerfertigkeit und Intuition ist recht wichtig für viele Zauber. Also nehmen wir mal Fingerfertigkeit. Wir würden gerne senken. Raumangst, misslungen. Und wir hätten gerne wie viel auf Astralenergie? Alles. So, Kampf. Du bekommst Stichwaffen.
Das war auch versehen Schwerter. Hm? Ja. Na gut, Stichwaffen sind eh recht hoch und benutzt sie fast nie. Also probieren wir doch lieber Schusswaffen. Sehr gut. Handwerk, Wunden heilen, gelungen. Krankheiten heilen, ne. Gift heilen ist noch recht niedrig im Vergleich zu den anderen beiden. Will sie aber nicht. Pflanzenkunde. Natur. Pflanzenkunde. Gelungen. Das kriegen wir doch nochmal in Natur. Pflanzenkunde. Nein. Letzter Versuch. Auch nicht. Ah. Musizieren könnten wir bei ihr noch erhöhen. Und sonst. Klettern ist 5, Schwimmen ist 5, Verstecken ist 5, ein Punkt auf Zechen kann ich schaden. Intuition ist okay. Nö, dann probieren wir weiter. Wunden heilen und Krankheiten heilen. Gelungen, sehr schön. Zauber. Zuallererst, Balsam ist schon recht hoch. Clarum. Purum wollten wir auch noch erhöhen. Heilung, Clarum Purum, kann sie nicht mehr. Antimagie, Verwandlung beenden. Alles versuchen auf minus 5 zu bringen. Beherrschung brechen. Komm schon, Beherrschung brechen. Nein. Kampf, Fulmictus ist recht hoch, Blitz ist recht hoch. Scharfes Auge, kann nicht schaden. Silentium hat sich schon. Adlerwolf und Hammerhai. Stimmt, Visibli Vanita und Acceleratus könnten wir noch erhöhen. Auch wenn das nicht so gut aussieht. Doch, da war einer. Und Bewegung, Acceleratus. Zweites Mal. Ja, oh, sehr schön. Exposami-Kreatur, 5 Punkte nur noch. Balladin ist hoch. Nö. Chamäleoni. Ja, noch ein bisschen Heilzauber, das passt schon. Nö. Und Blitz. Blitz. Geschafft. Komische Geräusche hier. Als ihr die Wand untersucht, bemerkt ihr ein Ast, der sich ein Stück herausziehen lässt. Aber nichts passiert. Kurios hier. Und da geht's wieder raus. Hier sind überall Äste, die man rausziehen kann. Quendlin, geh du mal vor, vielleicht findest du irgendwas. Und Jallen sollte Mürrem heilen. Talent anwenden, Wunden heilen, Mürrem. So. Du trink mal einfach den starken Zaubertrinken jetzt schon. So, Gegenstand wegwerfen. Okay. Zwei hast du ja noch. Als ihr die Wand untersucht und dabei an einem der Äste zieht, hört ihr ein seltsames, reibendes Geräusch an der Wand. Hier in der Ecke. Okay. Müssen wir es in der richtigen Reihenfolge machen? Seltsames Geräusch. Nein. Seltsames Geräusch. Nein. Seltsames Geräusch. Die Wand. Nein.
Wenn es so weitergeht, spricht Talana einfach ein Transversales. Wenn das denn klappt. Seltsames Geräusch. Die Wand da hinten vielleicht? Nein. Nee, komm. Wir stellen uns in die Ecke. Talana. Hellsicht. Penetrisse. Signum et lapis. Es geht definitiv hier hinter weiter. Und zwar irgendwo im westlichen und südwestlichen Bereich. Aber warum ist denn hier hinten der Bereich, wo es Geräusche macht? Sehr komisch. Aber na gut. Talana. Bewegung. Transversales. Mal gucken, ob wir dahinter kommen. Nein, kommen wir natürlich nicht. Schade. Na gut. Als ihr die Wand untersucht und dabei an einen der Äste zieht, hört ihr ein seltsames, reibendes Geräusch in der Wand. Ja. Schön, aber ist nichts aufgegangen oder so. Was könnten wir noch machen? Wir könnten die Äste alle wegbrennen, aber das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Na gut, gehen wir nochmal kurz zu dem, ziehen hier was raus. Ich glaube, wir haben zwei Wände noch nicht gemacht, die hier. Der Eingang zählt wohl nicht mit. So, dich. Dich? Nein, passiert nichts.